Henry Ulrich, 20 Jahre jung im Trikot der deutschen Nationalmannschaft bei der Deutschlandtour und heute den ganzen Tag vorne in der Ausreißergruppe. Wie war's? Ja, super geiler Tag, aber natürlich auch super anstrengend. Also fast 5 Stunden vorne oder halt fast 200 Kilometer, das spürt man halt dann schon. Am Ende kam dann ein bisschen die Krämpfe, aber das ist hier fast meine Heimatregion. Ich kenne hier viele Straßen, standen so viele Zuschauer da und die haben mich alle angefeuert und es hat einfach nochmal gepusht, dann am Ende nochmal Gas zu geben. Das heißt, es war auch der Plan bei der Etappe heute, wenn es geht, vorne mit in die Gruppe? Ja, quasi. Also wir wollten eigentlich immer in eine Gruppe rein. Und dann hat ja, glaube ich, Jannis sogar die Bergwertung gewonnen. Und dann hat Dega auf Funk gesagt, ja Jungs, jetzt müsst ihr vor, jetzt müsst ihr vor. Und da war ich halt direkt bei der richtigen Attacke dabei. Und dann bin ich in die Gruppe gekommen und dann ja, schaut mal, wie weit man kommt. Der Vorsprung war jetzt nie riesig, aber irgendwie 20, 25 waren es noch so 2 Minuten. Habt ihr irgendwann mal gedacht, naja, wenn die hinten vielleicht ein bisschen und wir könnten vielleicht doch? Oder war dir klar, das wird ganz, ganz, ganz schwer? Ja genau, anfangs fand ich es echt fast ein bisschen schade, dass wir so wenig Vorsprung hatten, weil es war ja noch übel weit. Aber so ab Kilometer 30, wo wir noch so 2,5 hatten, dann hat man fast angefangen zu träumen, weil es sind eigentlich schon dann machbare Zeiten. Aber hinten raus wird es leider ein bisschen eng und hat es dann leider nicht ganz gereicht. Aber wir haben uns, glaube ich, gut gezeigt. Das auf jeden Fall. Und man hat gesehen, du hast, gerade wo es dann berghoch ging, ganz schön geruckt. Man hat gesehen, du hast alles rausgepresst. Ich vermute mal, du warst einfach stehend K.O. Ja, genau. Also, wo wir dann eingeholt worden sind, ich glaube, ich hatte vielleicht noch 5 km/h drauf. Also ich bin da richtig gestanden. Aber die ganzen Zuschauer, die mich angefeuert haben und so, ich wollte einfach alles geben, was ich hatte. Und das habe ich auch getan. Und dann wurde ich ja kämpferischster Fahrer. Also hat sich die ganze Arbeit gelohnt. Genau, darauf wollte ich noch hinaus. Du durftest jetzt auf dem Podium den Preis für den kämpferischsten Fahrer in Empfang nehmen. Ich könnte mir vorstellen, auch das ist für dich eine super lohnende Auszeichnung für so einen Tag. Ja, also echt unglaublich, diese Leistung. Ich habe vielleicht schon ein bisschen darüber nachgedacht, dass es sein könnte, weil ich ja schon beim ersten Mal in der Fluchtgruppe war und dass die dann vielleicht sagen, ja, war schon 2-mal dabei. Aber ja, also super stolz bin ich darüber, vor allem jetzt auch in der Heimatregion. Und ja, ich werde es morgen dann genießen, mit der roten Rücknummer am Start zu sein. Vielen Dank, alles Gute.